Schön, dass ihr wieder da seid. Für freien und fairen Wettbewerb innerhalb dieser Stadt zu sorgen. Wir durften hier nicht rein, weil wir kein Okay vom Bürgermeister haben. Also, wenn es schon mal keinen Schnaps gibt, Leute, checken wir doch erstmal die geilen Sackgassen hier. Das Ansehen dieser Stadt wird von ihren Bewohnern bestimmt. Und wir haben alle die Pflicht, sie gemeinsam so attraktiv wie möglich für auswärtige Händler. Okay, das scheint ein Anbau zu sein fürs Jackpot. Unser aller Erfolg ist vom Erfolg jedes Einzelnen abhängig. Stimme her. Nur wenn wir zusammenarbeiten, können wir eine sichere und wohlhabende Stadt errichten. Sieht einer ein Megafon? War ein Lautsprecher? Ich nicht. Okay, was habe ich hier? Ah, oh, hier ist Jobboard. Okay, schon mal gut zu wissen. Aber ich will ein Jackpot. Olive. Es gibt immer einen Dummen, der sein ganzes Geld riskieren würde, nur um dir was abzuluxen. Wenn du blank bist, sind diese Spiele perfekt, um wieder flüssig zu werden. Okay. Ja, wir gehen jetzt in Jackpot. Wir checken uns das mal aus. Solange JJ nicht da ist, ist ja noch alles in Ordnung. Ach, guck mal. Hohoho. Ho. Hallo, Sarah. Die kennen wir schon. Wer ist das? Oh, ich kann spielen. Ich werde nicht mehr. Oh, ich werde nicht mehr. Okay, werde anders. Es gibt irgendwie Poker. Okay, wir setzen 10er. Nee. Die 9er halten wir. Hätten wir mal... Ich habe nichts zusammen. Ich brauche 2 Paare, ne? Ja, ist ja kein Problem. Okay, pass auf, wir machen mal 10 Paar. Ass, Bube, Bube. Okay, wir halten natürlich die beiden Buben. Sechs, fünf. Boah, geil. Also, Bube, Dame, König, Ass. Wir haben direkt erstmal eine Straße. Schon geil. Okay, das ist einfaches Pokern. Ich stehe auf Minigames. Das ist alles, wenn man das will. Komm schon, Sarah. Wenn ich irgendwas über die Scorcher wüsste, hätte ich es doch schon ausgespuckt. Clive, du machst es nur noch schlimmer. Sag mir einfach, was sie vorhaben. Ich verstehe echt nicht, was das noch soll. Ehrlich, wenn ich wirklich was verheimlichen würde, meinst du im Ernst, ich würde das hier riskieren? Wie viele Drinks kann ich mit einer Hand noch servieren? Mit nur einem Fuß? Komm schon, Sarah, hör doch auf. Ach, keine ich gebe Sorge dir eine Runde um Clive. Lass uns reden, Scorcher, ja? Aber komm, er hat's bitte. Nicht ausgehalten. Jetzt muss er sich vor seinen alten Kollegen verstecken. Du siehst jedenfalls aus wie frisch aus der Hölle. Was hast du entdeckt in der Raffinerie? Also die Frauenmodelle sind hier schon... Nice. Feuersturm ist eine fliegende Kampfmaschine? Und Schlich ist Treibstoff? Wenn sie das Ding in die Luft kriegen, ist keiner mehr sicher. Nicht mal in Wellspring. Zeit ist um, Clive. Warte. Ich kann dich in ihre Basis bringen. Warum sollte ich dir glauben? So wie ich die Scorcher einschätze, töten sie jeden. Auch mich. Wie kann ich das Ding knacken? Oh nein. Wenn die rauskriegen, dass ich dir geholfen habe, bin ich in Wellspring überhaupt nicht mehr sicher. Neben denen bist du nur ein kleiner Fisch. Aber ein ziemlich hübscher. Na gut. Was muss ich tun? Bring mich einfach aus dem Ödland weg. So weit weg von den Scorchern wie möglich. Das kann nicht dein Ernst sein. Ich bräuchte ein eigenes Schiff, um dich hinzubringen. Hör zu, ich bin sowieso im Arsch. Bring mich hier irgendwie raus und du kannst dich allein mit Feuersturm rumschlagen. Rede doch mal mit J.K. Styles über seine letzte Werbeaktion. Mhm. Die Oase soll zu dieser Jahreszeit wunderschön sein. Oh, wir haben keine große Wahl. Wir brauchen Clives Hilfe, wenn wir das machen wollen. Ich behalte ihn hier im Auge. Hol du das Ticket von Styles. Wenn du bei Bash TV nicht reinkommst, rede mit dem Rennansager in der Stadt. Ist auch ganz nice. Das muss man dem Spiel nämlich lassen. Es hat einen gewissen Flair für sich. Wie gesagt, es ist so ein bisschen Borderlands trifft Fallout 3. Das war so irgendwie, glaube ich, das gefühlte Ding, was Rage damals von Bethesda werden sollte. Wie wär's denn mit einer Partie Roulette? Wie wär's denn, wenn ich mal mit Clive Sarah rede? Clive wird bestimmt nicht reden, bis er das Ticket zur Oase endlich hat. Darum, ich bin sehr gespannt, was aus Rage 2 wird, ne? Hallo, Lilly. Das Spiel ist kurz und knackig, genau wie ich. Setz einfach auf deine Glückszahl und dreh das Rad. Nee. Wir gehen mal aufs untere Viertel. Und... Oh Gott, die 4. Beides verloren. Mal.
Okay. Bisherige Treffer. Erneut spielen. Wir gehen diesmal auf Rot. Obere Viertel. Und eine 3 zu 1 Chance. Rad drehen. Also eigentlich im Optimalfall müsste es die 2 treffen. Jetzt kommt das untere Viertel, ne? Sehr gut. Immerhin rot. Immerhin rot. 12 habe ich versaut. Also es ist super leicht erklärt. Farbe, rot oder schwarz. Also hier das obere Quarter, das obere Sechstel, das untere Sechstel oder hier eine 3 zu 1 Chance. So funktioniert das Spiel. Jetzt müssen wir nochmal erneut spielen. Ach, wir machen es nochmal. Na komm. Okay, die Minigames sind ganz cool, die habe ich gar nicht mehr in Erinnerung. 2! Oh, fuck! Vielleicht nächstes Mal. Und nichts. Okay, wir haben verloren. Wir verlassen Danke das Spiel. Fürs Mitmachen. Ja, ist ja gut, du hast mein Geld. Hier war alles nur... Ja, okay, hier ist alles nur... Poker. Gibt's hier irgendwas? Gibt's hier nichts? Okay, kein Jackpot. Dann sieht's aus, als müssten wir den Mayor mal gleich sprechen. Wie bin ich denn drauf? Was ist jetzt schon wieder falsch mit mir gelaufen? Bin das Büro des Bürgermeisters. Okay. Auftrag momentan gesperrt. Das haben wir schon festgelegt. Muss ich den Bürgermeister gleich knallen? Was? Sly? Was? Ja, genau. Das dachte ich mir auch gerade. What the fuck? Hey. Der Vermisste. Nehmen wir an. Ach, ihr kennt das Spielchen, ne? Missionen werden angenommen. Hallo, Borderlands-Style. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Der Vermisste, Ticket zur Oase, Auftrag momentan gesperrt. Dance Nachricht, ja, wir machen erstmal. Machen erstmal das hier. So, was habe ich hier denn noch Schönes? Wie siehst du denn bloß aus? Hey! Ich hab schon lange niemanden mehr in einem Archenanzug gesehen. Riskante Sache. Sei bloß vorsichtig. Wenn die Regierung dich erwischt, kassiert sie dich in 0, nichts ein. Aha. Du solltest hier möglichst unauffällig bleiben. Erzähl niemandem, dass du aus der Vergangenheit kommst. Sind hübsche Kopfgelder auf euch ausgesetzt. Aber du hast Glück. Ich hasse die Regierung mehr, als ich die Kohle brauche. Danke. Ja, dann schaffen wir uns mal ein neues Outfit an, wa? Auto Lunch. Back in 5. Okay, cooler Laden. Ich glaube, da läuft ein altes Windows. Also mir gefällt das halt. Guckt euch diesen Raum an, ne? Allein die Gestaltung dieses Raums ist schon irgendwie stylisch, oder? Bin ich schon nett gemacht. Okay, was macht ihr hier? Töte die Mutanten, bevor sie den Sheriff erreichen. Ein gewürfeltes Fadenkreuz tötet einen Mutanten. Je weniger Würfe, umso höher der Punktemultiplikator. Okay, wir machen 10 Dollar und wir würfeln. Guter Wurf. Zwei. Okay, jetzt kommen die näher, ne? Das heißt, ich brauche wieder zwei Würfel. Oh, ganz schlecht. Ich brauche 2 Stück. Nein, nur ein. Und jetzt bin ich tot. Okay, so funktioniert das Spiel. Verstanden. Kein Problem. 100 Dollar. Ach, 25 ist Maximum. Ja, dann würfeln wir nochmal. Ja, komm, das können wir ja wohl. Nur einer? Das ist schlecht. Ich bräuchte also technisch jeden Wurf ein Fadenkreuz. Oder ich mache einfach alles. Bam, Baby. So. 25 Dollar gesetzt. 100 gewonnen. So gewinnt man mal. Ja. Die gehen jetzt hier. Ich brauche nur eine 1 zu 4 Chance. Reicht. Guter Wurf. Kein Bonus. Ja, ist okay. 25 gewonnen. Also je eher ich sie platt mache, desto mehr Bonus kriege ich anscheinend. Das ist irgendwie cool. Oh, direkt eine Niete. Ich glaube, wenn du erste Runde alles umbandest, kriegst du richtig... Wow, ich brauche jetzt 4 Kreuze. Wow, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, 4-mal eine Niete zu würfeln? Also wirklich, 4-mal eine Niete.
Das Spiel ist wrecked. Okay. Das nennt man Glücksspiel, habe ich gehört. Verlassen wir das Ganze mal. Okay, aber sehr witzig. Oh, lecker. Die Grafik ist halt nicht mehr up to date, aber früher war das sicherlich der Shit, ey. Das ist Bürgermeister Claytons Stadt. Er hat sie gegründet und dann alle überredet, hier zu bleiben. Er hatte recht. Gemeinsam sind wir stark. Solange du in der Stadt bleibst, bist du sicher. Aber draußen im Ödland sieht es anders aus. Also ich muss sagen, bisher ist das Spiel echt gut gealtert, ne? Ich meine, da kann man echt meckern, was man will. Aber gealtert ist das Ding Bombe. Richtig gut. Okay, bist was? Du neu hier? Tja, ich habe alles, was du brauchst, um deine Karre am Laufen zu halten. Geil, Rusty. Dann pass mal auf. Bei mir gibt's Ware nur gegen Rennscheine. Und die musst du dir auf der Rennstrecke verdienen. Nirgendwo sonst. Also wenn du bei mir einkaufen möchtest, dann sprich mit Jackie Weeks. Der ist immer auf der Suche nach neuen Fahrern. Nur nach Rennscheine? Wie bist du denn drauf? Du nimmst kein Geld. Wie jeder andere. Oh Gott, du bist... Hey, mein Freund. Also wenn du kein Rennfahrer bist, fress ich einen Besen. Lust auf ein paar Runden und ein paar Rennscheine? Glaub mir, die sind echt nützlich. Okay. Hallo. Easy. Ich bin Jackie Weeks. Das sagtest du eben schon. Veranstalter aller Hochgeschwindigkeitsrennen hier in Wild Spring. Und wenn ich sage aller, mein ich auch aller. Wenn's dich auch mal in den Fingern juckt, sprich mit meinem Partner da drüben, Slim. Er kann dich für jedes Rennen anmelden. Komm wieder, wenn du Lust hast, mal richtig Gas zu geben. Wo ist denn Slim? Ah, das ist Slim. Hi, Slim. Hallo, mein Freund. Ich heiße Karl, aber alle nennen mich nur Slim. Lustig, oder? Okay, pass auf. Wenn du ein Rennen fahren willst, komm zu mir. Sieh dir ruhig an, was wir alles zur Auswahl haben. Wenn dir eins gefällt und du die Voraussetzungen erfüllst, bist du dabei. Gewinne werden in Rennscheinen ausgezahlt. Damit kannst du dir deinen Wagen bei Rusty aufrüsten lassen. Kann jeder gut gebrauchen. Okay. Möchtest du ein paar Rennscheine gewinnen? Anfängerglück. Hatte 45 weitere. Oh ja, nee, ist klar. Okay, man muss anscheinend ein paar Rennen. Das Spiel ist anscheinend mit Ausdauer. Zeitrennen. Gewinne ein normales Rennen über 3 Runden, um Gold zu gewinnen. Südliche Highway, Minikanonenrennen. Erfordert Minikanone. Das kann ich. Was gibt das hier? 15. Da kriegt der Sieger 15. Zeitfahren. Wir probieren es mal mit Zeitfahren. Wir schauen mal, was wir erstmal rauskriegen. Das andere lässt sich ja mal irgendwann mal am Rand machen. Willkommen, Radsportfreunde, zu einem neuen Dusty 8-Rennen. Ja, ich muss sie annehmen. 2 Minuten 5. Okay, kriegen wir hin. Oder? Kriegen wir hin. Wie ihr schon wisst, die Steuerung hier in Rage ist... Oh, was ist das hier? Nitro. Oh. Gewöhnungsbedürftig. Okay, Gott sei Dank sehe ich so halbwegs die Strecke. Wow, Steuerung. Ich brauche 2 Minuten 5. Das kannst du mir nicht antun, ey. Okay, Nitro ist erstmal weg. Außer wir fahren jetzt unten lang. Wow. Wie viele Runden muss ich fahren? Okay. Ich glaube, das schaffe ich gerade so. Außer es kommt noch eine Runde. Ne, haben wir geschafft. Okay. Immerhin.
Wir machen weiter. Dafür müssten wir jetzt ja 15 Stück gekriegt haben. Jetzt schauen wir mal, was wir erstmal mit den 15 machen können. Okay, deine Fahrzeuge werden in der Garage von Wellspring geparkt. Den Eingang findest du bei Mike. Okay, dann schauen wir noch mal, was wir hier Schickes haben. Ich habe die besten Autoteile, die es gibt. Das ist super. Ich will meine Rennscheibe. Haben wir was gefunden? Okay. Also, Fallmine. Hinterlässt eine Spur aus explosiven Überraschungen für unvorsichtige Banditen. Schild. Schocker. Autoreparatur. Escortbomben. Klingt wie nach einer Mario Party. Hovergeschütz. Bewaffnetes Hovercraft, das auf feindliche Fahrzeuge zielt. Geil. Okay. Dünjäger. Minikanone. Na, das kaufen wir doch mal gleich. Was haben wir hier noch? IT-Motiv. Und Totenkopf. Aber habt ihr mal gesehen, was die Reifen hier können? Geil. Okay, da kann man ja mal mit der Zeit irgendwann mal ein paar Rennen machen, so außerhalb des Streams. Bitte begeben Sie damit wir ein paar Sachen zusammen haben. Notfall dorthin, bis die Gegend wieder sicher ist. Dann können wir uns das mal anschauen. Für Ihr Verständnis. So, dann suchen wir jetzt den Bürgermeister auf. Ich glaube, hier oben war der Sheriff, ne? Und der Bürgermeister war ganz am Anfang. Irgendwo hier vorne. Mayor, genau. Hier, guck mal. Office of Mayor. Okay. Sieht ein bisschen creepy aus. Sind wie ein richtig alter... Ach, du willkommen Heiliger. In Wellspring, Fremder. Psst, Spoiler die nicht. Die beste Kleinstadt, die Sie nach heutigen Maßstäben finden werden und schön weit weg vom nächsten Außenposten der Regierung. Aha. Hier leben die freundlichsten Menschen aller Zeiten. Keine Banditen, sondern gute und ehrliche Menschen. Natürlich. Neue Freunde. Aber lassen wir das. Sie haben eine Nachricht von unserem Freund Dan? Lassen Sie mal sehen. Ja, dann geben wir sie ihm doch mal. Die Siedlung hat schon wieder Ärger mit Banditen, was? Gefährliches Leben da draußen. Manchmal in der Tat. Sogar tödlich. Nun, ich kann diese Dinge besorgen. Wird allerdings etwas dauern. Lass mich raten, ich muss wie immer irgendetwas machen. Da er Ihnen diese Aufgabe anvertraut, muss er viel von Ihnen halten. Und deshalb werde ich Ihnen auch vertrauen. Sie können in Wellspring bleiben, bis ich alles zusammen habe. Also ich mochte Rage damals sehr, Karbuk. Zieht nur Regierungsschnüffler an. Und die kann ich hier nicht brauchen. Also, tauschen Sie den Archenanzug ein gegen etwas Moderneres. Das wäre super, das hatte ich vorhin schon vor. Gehen Sie zu unserem Händler und besorgen Sie sich neue Kleidung. Was Sie mit dem Anzug fein. Schön, dass wir uns so gut verstehen. Wenn Sie zurückkommen, können wir uns weiter unterhalten. Okay, dann kaufen wir uns neue Klamotten. Den Laden haben wir Gott sei Dank schon gesehen. Black hat beunruhigende Berichte über Mutanten im Westen erhalten. Ja, ich brauche neue Klamotten. Wissen, sind Mutanten äußerst gefährlich und oftmals tödlich. Sollten Sie einem begegnen. Tschö. So, ist der Typ jetzt da? Oh, geil. Da spaziert also ein Mann aus der Vergangenheit durch meine Tür. Hat sich wohl rumgesprochen, was es hier so alles gibt. Aber wir sollten uns erstmal um Ihren Anzug kümmern. Für den könnte ich Ihnen ein gutes Angebot machen, im Tausch gegen etwas, sagen wir, Unauffälligeres. Aha. Jeder dieser Anzüge verfügt über besondere Eigenschaften. Ihre Entscheidung, welcher Ihnen am ehesten zusagt. Ein Ödländer, steigert deine Ausstrahlung um 5 Punkte, wodurch die Käufe in der Stadt günstiger werden. Ledernacken. Ledernacken ist robust. Verbessert deinen Schutz vor allem, was wehtut. Fahrzeuge nicht inbegriffen. Techniker. Konstruiere wie ein Profi. Verbessert all deine coolen Dinge, die du entwickelt hast. Google schreibe Etui nicht an Trio. Nö, wir machen Ledernacken. Wir sind einfach sehr. Bestätige Auswahl? Klar. Ah, der Ledernacken. Hervorragende Ware. Für ein Glitzergewand mit Einhorn. Ich kaufe und verkaufe jede Art von Ware. Okay, das ist ich super. Ich habe nur das Feinste vom Feinsten. Was ist das denn? SG-Stabilisator. Stabilisiert dein Sturmgewehr, wenn du unsicher bist. Aha. Oh, Streuung. Oh, Schnelllader für die Schrotflinte. Oh Gott, ich bin hier im Leben. Stutterpick, das ist nicht schlimm. Komponenten. Bauplan für Fat Mamas. Oh, ich könnte gerade so viel Geld ausgeben, ne? Okay, was ist das Geiles? Maschinengewehr. 500. Entschuldigung. Ein leichtes Upgrade für deine aktuelle Rüstung.
Entschuldigung. Ach, komm, die Karten kaufen wir noch hinterher. Was soll's? 1000, ist klar. Ja, muss reichen, ne? Kann ich da was verkaufen? Ne, kann ich nicht. Ich hab ja nichts Neues. Eine Freude, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Okay. Ja, jetzt habe ich geile neuen Waffen und neues Outfit. Schön leiser. Nein. Das war gerade ziemlich nice. Ich hab nicht mal Schnellzugriff. Oh, ich kann ja meinen Schnellzugriff noch bestimmen, ne? Geil. So, wo sind meine Waffen? Hier sind meine Waffen, ne? Guckt euch das Schnicke-Gerät an, ey. Schnippe. 321. Scharfschützen. Was will ich denn alles spielen? Also. Ich will das Ding nicht ausrüsten, ich will das anlegen. Zuteilen. Okay, Scharfschützengewehr. Zuteilen. Da oben hin. Und Maschinengewehr, meine Freunde. Da kommt da hin. Das sind immer die Schnelldinger. Ne, die kann man sich dann mit SRG schnell legen. Pardon. Geh weg da. Warum das Ding nicht vernünftig funktioniert? Man merkt halt, es ist halt für Dings damals ausgelegt worden, ne? Schon viel besser. Jetzt sehen sie aus wie ein anständiger, hart arbeitender Bürger. Eine Konsole. Aber es gibt da noch ein Problem. Also, sie können ihr Fahrzeug nicht einfach vor meiner Stadt abstellen. Klar. Wir sind zivilisierte Menschen. Wir haben Regeln. Und da sie sicher länger hier bleiben, brauchen sie einen ordnungsgemäßen Parkplatz. Und der kostet Geld, richtig? Jetzt sollten Sie mit Mick in seiner Werkstatt sprechen. Er kann helfen. Verstanden? Hey, ja. Nachdem Sie bei Mick waren, gehen Sie zu Sheriff Black. Er sollte die Vorräte mit... Ja. Okay, wir gehen noch mal Autorennen fahren. Danach gehen wir zum Sheriff, der ist da oben. Hält sich nicht jeder an unsere Müllverordnung. Alter, deine Stadt ist ein Müllhaufen. Unbrauchbare Abfälle zu horten. Wo ist Mick? Mick ist hier. Mick, ich soll mit dir reden. Hier gibt's Autoteile. Mick, du bist Mick. Wenn du Autoteile suchst, bist du hier genau richtig. Du, Mick? Wer war denn Mick? Ich hab die besten Autoteile, die es gibt. Moment. Quest? Bin dir die Werkstatt von Wellspring. Sie brauchen Platz, wo Sie fahren. Gehen Sie zu Mick und fragen Sie nach einem Platz zu mieten. Sie finden in der Werkstatt gegenüber meinem Büro. Oh, toll. Ja, Quest lesen. Ach ja, wenn man die Quest nicht liest. Ich dachte, wir müssen jetzt da hinten hingehen. Ist keiner von euch, Mick, ne? Gegenüber. Okay, gegenüber bedeutet ja... Das war ein klasse Rennen von dir. Ja, danke. Gern geschehen. Hier ist Mike. Rede mit Sally in der Bar wegen eines lukrativen Jobs. Natürlich. Oh, du bist Mike. Wen haben wir denn da? Einen wunderschönen Tag. Was kann Mick denn für dich tun? Okay, leicht gelitten. Oh, einer Garage? Na, da bist du hier ja genau richtig. Also, hier ist der Deal. Der beste im ganzen Ödland. Du lässt mich alle Reparaturen an deinen Wagen machen und jetzt rat mal, das deckt genau die Miete. Ist doch spitze, oder? Wie ich sehe, hast du einen dieser begehrten Kurzwellensender ergattert. Genau das Richtige. Sehr gut, sehr gut. Also, wenn du mal liegen bleibst und Hilfe brauchst, hey, dann funkst du mich einfach kurz an. Das ist ein Service, was? Ja. Durch die Tür da kommst du in die Garage. Oder du fährst einfach vorm Haupttor vor und ich lass dich rein. Leichter geht's nicht, oder? Okay, das ergibt zumindest Sinn, wo ich mein Auto lasse. Willkommen in Wellspring. Gern geschehen. Das war's schon. Mehr hattest du nicht? Okay, ich betrete mal meine Garage. Reparieren? Nee. Tunen? Geil! Mehr Federung, mehr Reifen! Ich werde nicht mehr Waffen, Minigun. Ja, bitte. Nimm die Feinde ins Visier. Ist schon installiert. Okay. Motor. Ah, hier kann ich die Sachen, die ich freigeschaltet habe, nachher tunen, wie ich will, ne? Installiert, steht da ja schon. Reifen, auch die Standarddinger.
Ah, alles klar, alles klar, alles klar. Wie klug das Spiel ist. Er weiß, dass ich ihn weiß. Bitte haben Sie dabei diesmal etwas mehr. Ne, er war so klug und fragt, ey, möchtest du in der Stadt bleiben oder willst du raus? Das ist schon klug. So, gehen wir zum Sheriff. Hey, Chef. Ah, du bist der Sheriff. Na, wenn das nicht der Fremde ist, von dem Clayton erzählt hat. Mit einem Buggy und einem hübschen Schießeisen. Ja. Dann nimm dir mal die Vorräte. Und solltest du nochmal herkommen, schau auf jeden Fall hier vorbei. Ich kann immer gute Leute gebrauchen. Ernsthaft? Jetzt hau ab. Okay, ich sollte, glaube ich, noch irgendwie mir einen Drink suchen in der Bar, ne? Und dann gehen wir jetzt nochmal gerade noch ein Heben. Die Kneipe war... Wo war die Kneipe? Da hinten, ne? Ja, nicht meckern, ne? Aber hier, die Tür ist zu, okay. Der Scheiß. Ey, machen wir die Kneipe frei. Geil. Sagte die Regierung nicht, sie hätte den Wasserpreis stabilisiert? Mit so einer neuen Technik? Ja, aber warum geht der Preis dann weiter rauf? Die Regierung lügt wie gedruckt. Die Regierung. Okay, manche Dinge erinnern sich nie. Hey Meister, suchst du Arbeit? Hallo Sally. Pass auf, ich gebe dir einen guten Rat. Hier kommt's auf deinen Ruf an. Wenn dich keiner kennt, mag dich auch keiner und du musst dir den Respekt erst verdienen. Am besten, indem du die Straßen sicherer machst. Will heißen, Banditen abknallen. Das kann ich. Das lässt dein Ansehen steigen und füllt meine kleine Bar. Wie wär's damit? Du bekommst von mir für jede zerstörte Banditenkarre eine Belohnung. So würden wir beide profitieren. Steht der Deal? Ja, natürlich. Sehr gut. Du kapierst langsam, wie hier der Hase läuft. Das war's, Sally? Die Straßen müssen sicherer werden. Für jede zerstörte Banditenkarre zahle ich Bares. Okay, ich hätte ganz gern einen so einen Blitz. Bitte? Ein Blitz. Hier, da oben. Das ist ein Bier, eine Limo, irgendwas. Passe. Sally. Mit euch kann ich nicht reden, ne? Ihr seid Pornohäftchen. Oh mein Gott, was ist der da? Okay. Sieht aus wie der Doom, geil. Was ist mit dir hier, Elizabeth? Du studierst irgendeine Karte. Lurus Light. Okay. Was haben wir hier? Der MB-Channel. Was ist denn mit dir? Na, wenn das nicht der Fremde aus dem Nichts ist, lust mal dein Glück mit den Karten zu versuchen. Hi, Hendrik? Das Spiel hier ist eigentlich ganz einfach. Leicht zu verstehen, aber verdammt schwer zu meistern. Okay, ich werde es dir erklären. Du bekommst einen eigenen Satz Karten. Genau, deinen eigenen. Und daraus kannst du dir die Karten aussuchen, die du für die besten hältst. Etwas Glück, etwas Strategie und auf jeden Fall eine Menge Spaß. Gewinnen oder verlieren, alles hängt an einer Karte. Wähle einen Schwierigkeitsgrad und stell dir mit den zur Verfügung stehenden Punkten einen Kartensatz zusammen. Es gibt Nahkampf, Fernkampf, Heilexplosion, Fahrzeugkarten. Setze deine Punkte mit Bedacht an und kombiniere Karten zu Funktionen. Um zu gewinnen, musst du alle Karten des Gegners zerstören. Erinnert mich so ein bisschen. Okay, Spezialfähigkeit. Schadenstyp, Lebensenergie, Preis. Kartenname ist Sally. Check. Fangen wir leicht an. Karten zu weniger zusammen. Okay, das machen wir in der nächsten Folge. Liebe Freunde, da finden wir raus, indem wir jetzt gerade ein paar Punkte zusammenbasteln. Bis zum nächsten Mal, euer Slideshow.